Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Jahr 2014 neigt sich mal wieder dem Ende zu und wie das so auf YouTube der Trend ist, muss ich jetzt wohl ein Jahresrückblick-Special-Video drehen. Ich muss natürlich nicht, aber ich mach's trotzdem, weil ich so Specials einfach generell cool finde. Also würde ich mal sagen, los geht's. Alles hat im Januar angefangen, da ist natürlich das meiste passiert. Also auf YouTube für euch zu sehen gab es nicht viel, weil ich gerade eine Pause hatte, aber ich hatte während dieser Zeit einen Dreh für einen anderen Kanal, und zwar, vielleicht kennt ihr den, Goodbye Niveau, der macht dieses Projekt Mikroorganisation, und für den habe ich einen kleinen Teil gedreht. Ist ganz cool, schaut mal vorbei. Im Februar sind wir angekommen. Ja, Anfang Februar ist dann das erste Video wieder auf meinem Kanal online gekommen, und zwar war das ein neues Jahr. So ist das Video zusammen mit meiner Schwester. Ja, das war ganz lustig, weil sie unter anderem auch Kommentare unter meiner Webseite gesucht hat, spontan, und ich habe sie dann spontan beantwortet. Ja, dann gab es noch ein Infovideo, wo ich meinen Termin erstmals geändert habe von nicht jeden Samstag auf jeden zweiten Samstag, damit diese Termine wirklich ein bisschen regelmäßiger sind. Ja, jetzt ist es wieder anders und ich glaube, ich werde nie eine Variante finden, mit der alle zufrieden sind. Ja, dann gab es erstmals die große Ankündigung für dieses große Projekt, das ich mal angekündigt habe. Ja, da komme ich später noch darauf zu sprechen, warum das nichts geworden ist und so. Januar, Februar, März. Wir sind im März angekommen. Ja, im März ist einiges passiert, etwas ganz Großes vor allem. Ich bin nämlich für den Webvideopreis eingereicht worden. Damals hatte ich immer gesagt, ich sei für den Webvideopreis nominiert. Mittlerweile habe ich allerdings herausgefunden, dass dem nicht so war. Auf jeden Fall war ich da wirklich eingereicht. Ich weiß nicht wieso, es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ich habe bei sowas natürlich ultra wenig Chancen auf sowas. Aber ich finde es einfach trotzdem mega geil, bei sowas dabei zu sein und da mitzumachen, weil ich bin YouTuber und da muss ich auch mal so ein bisschen mit in die YouTube-Medien reinsteigen und so. Ja, wahrscheinlich mache ich dieses Jahr, also nächstes Jahr 2015, wieder mit. Januar, Februar, März, April. Wir sind im April. Okay, im April ist was wirklich Trauriges passiert. Eure Lieblingsserie wurde eingestellt. Harry Potter Real Life 5 ist online gegangen. Das große Finale. Die Entscheidung, der entscheidende Kampf zwischen Harry und Moritz. Gut und böse. Also Harry Potter Real Life 5 ist auf meinem Kanal online gekommen. By the way, das war das erste Harry Potter Real Life Video von mir, das ich mit Magix geschnitten habe. Davor waren alle mit Windows Movie Maker geschnitten, weshalb das dann auch etwas bessere Effekte und so geworden sind und auch wirklich besser angekommen ist. Ich wollte mich halt einfach nochmal selbst toppen quasi und so, und das habe ich dann quasi damit geschafft, warum ich es eingestellt habe. Ich weiß nicht, ich habe das einfach über mehrere Jahre geführt, diese Harry Potter Real Life Reihe, und hatte nicht mehr so viele gute Ideen und ich wollte jetzt einfach nochmal diesen Schlussgag bringen, mit dem das eigentlich nicht Harrys Welt die Geschichte ist, sondern die Welt von Moritz ist eine Geschichte. Wollte ich aber mal schnell bringen. Januar, Februar, März, April, Mai. Wir sind im Mai angekommen. Im Mai ist mein erstes Video mit einem Kumpel zusammen online gekommen. Da habe ich mit einem Kumpel zusammen gedreht. Das war ein Faktenvideo über YouTube. Außerdem gab es in diesem Monat eine weitere Erwähnung meines großen Projektes. Und zwar habe ich angekündigt, dass es ein Film sein wird. Ein nicht besonders langer Film. Halt sowas, wie ich schon öfters gemacht habe. Bloß halt ungefähr ein bisschen länger. Das Ganze ist dadurch ins Wasser gefallen, dass ich irgendwie so viele Ideen hatte, die ich aber nicht gescheit umsetzen konnte. Es waren nicht so gute Ideen und ich habe einfach nicht diese technische Verfügung. Ich mache alles alleine und dafür geht das halt nicht so gut und so. Vielleicht wird das in ein paar Jahren nochmal was, ich weiß es nicht, aber momentan ist der Film erstmal gestrichen, ja. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Wir sind im Juni angekommen. Ja, im Juni habe ich mir neue Softboxen gekauft, die stehen jetzt hier gerade, die sind wirklich super. Also für den Preis sind sie wirklich, wirklich super und auch so, also die kann man eigentlich jetzt nicht dimmen und so, aber eigentlich geht's.
Und eine neue Softwareversion von Magix habe ich mir gekauft, und zwar Magix Video Deluxe 2014 Plus. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August. Wir sind im August angelangt. Ja, im August gab es dann ein neues Video mit meiner Schwester zusammen, und zwar die Backwards Challenge. Das war dann anscheinend ein letztes Video für eine sehr lange Zeit, denn ich habe während der Sommerferien nochmal eine kleinere Pause gemacht,